Hey Leute und willkommen wieder zurück zu Cyberpunk 2077. Übrigens, es hat funktioniert, mir wird beim Spielen nicht mehr schlecht. Ich habe 5 Stunden am Stück gespielt. Bedeutet Schärfentiefe ausschalten, Bewegungsunschärfe ausschalten. Kleiner Pro-Tipp von mir. Ich habe ordentlich Street Cred gesammelt, wie ihr sehen könnt, links oben und rechts oben ordentlich Geld gesammelt. Wie das, habe ich in 2 Tutorial-Videos erklärt. Das findet ihr bereits auf YouTube vor ein paar Tagen. Das Let's Play hängt ja immer ein bisschen hinterher, logischerweise, ne? Weil ich muss ja nebenbei, keine Ahnung, 5 Stunden zocken, um ein Tutorial rauszufinden für euch und so weiter und so weiter. Hab also Geld, hab Street Cred. Keine Angst, ihr habt nichts verpasst. Ich habe auf der Karte nur ein paar Nebenmissionen durchgespielt, die aber nicht spannend waren, also nichts zu zeigen. Ist cool zu spielen, aber nicht gut anzusehen. Dann habe ich noch ganz viele von diesen Überfällen gemacht und so weiter, bis die Stadt aufgeräumt. Aber wie gesagt, ihr habt nichts verpasst. Wir haben jetzt aber so viel Geld, dass ich gemeinsam Chrom auswechseln. Hast du was Neues? Mit euch Jan? Was einbauen will. Leute, es ist soweit. Unser Körper kann verbessert werden. Und zwar, ich habe bei den Händen etwas gefunden, was ich unbedingt haben will. Nein, bei den Armen, Entschuldigung. Armen. Leute. Wer den Trailer vor 7, 8, 9 Jahren, ich weiß echt nicht mehr, wann er war, wer den Trailer damals gesehen hat, weiß, diese Mantis-Klingen aus den Armen der Dame im Trailer damals waren der Oberhammer. Und genau diese Klingen werden wir testen. Ich habe sie jetzt gekauft, ich habe sie ausgerüstet. Das wird der Oberhammer. Wir haben nun die Arme. Ich könnte noch Beine verbessern, fehlt uns aber jetzt das Geld, weil ja, ich habe jetzt gerade arsch viel Geld ausgegeben. Man kann aber auch, wie ihr seht, hier oben habe ich so ein bisschen meine Schultern schon verbessert. Das nächste kostet aber technische Fähigkeiten. Das heißt, es bringt dir nichts, wenn du unendlich Geld hast zum Beispiel. Sondern du brauchst auch das gewisse Level Up. Ne? Erhöht Breach-Dauer. Ach, man kann ja so viele Sachen machen. Man kann ja so viele Sachen einbauen, was man will. Kreislaufsystem. Wir könnten neue Augen einbauen. Ne? Ach, kurz machen wir auch gleich neue Augen einbauen. Warum nicht? Intelligenz braucht man hier oben für das Gehirn logischerweise. Wir sind ja nicht schlau genug. Dann könnte man das Betriebssystem austauschen, schon auf episch, legendär noch nicht, da müssen wir Level 16 sein, also Reflexe 16, Betriebssystem austauschen und vieles, vieles mehr. Also ihr seht schon, man kann da so viele Sachen machen. Hände könnte man auch verbessern nun. Smart Link ermöglicht die Benutzung Smart Zielerfassung und Smart Waffen. Das ist eigentlich ganz geil, was ich mir echt mal überlegen werde. Ich weiß nur noch nicht genau, wie die Smart Waffen funktionieren. Ne? Und deshalb lassen wir das erstmal noch. Querschläger, Smart Link. Ich weiß echt noch nicht, ob Smart Link was Geiles ist. Nehmen wir das mal mit, um das mal benutzen zu können. Ich habe noch keine Smart Waffen gefunden, aber es hört sich so an, als würden die dann automatisch schießen und vieles, vieles mehr. So, Arme haben wir jetzt, das haben wir jetzt. Die denke ich erstmal jetzt reichen. Jetzt können wir natürlich auch bei unseren Augen, bei der Cyberware. Bei den Augen zum Beispiel hier wieder die ganzen Netzhäute auswählen, wie zum Beispiel, dass man Gegner automatisch sieht, wenn sie einen markieren. Keiner der Waffen ist tödlich, ist scheiße. Keiner der Waffen ist tödlich. Erhöht den kritische Trefferchance, seht ihr auch ausrüsten. Sieht einen Explosionsradius von Granaten. Geiler Scheiß. Bei den Armen können wir auch was ausrüsten. Oh! Da gibt es verschiedene Klingen. Oh lol. Beim Rest können wir nichts ausrüsten. Beim Betriebssystem habe ich schon ein paar Sachen ausgerüstet. Das ist mehr so fürs Hacking und so weiter, ne? Ich bin echt mal gespannt, wie die Hände funktionieren. Ich habe noch keine Ahnung, ne? Mantis-Klingen können den Gegner mit schnellen, tödlichen Schnitten zerstückeln. Außerdem schalten sie Fähigkeiten frei, die dein Ziel anzuspringen und dabei extrem viel Schaden verursachen. Dafür musst du R2 gedrückt halten und loslassen. Oh mein Gott. Muss ich jetzt aber irgendwie auch diese Waffen ausrüsten? Das weiß ich noch nicht. Kann ich jetzt irgendwie die Mantis-Klingen ausrüsten? Nö. Aber wahrscheinlich brauche ich dann eine freie Hand. Ich würde mal sagen, wir legen mal eine Waffe ab zum Testen. Und jetzt haben wir eine freie Hand sozusagen. Und da gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert und wie das Ganze funktioniert, ne? Vielleicht gespannt. Und ja, wir spielen jetzt die Hauptstory weiter. Waffe ziehen. Und yeah? Oh mein Gott! Die Klingen sieht man instant! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Diese Klingen sind der Oberhammer. Guckt unsere Arme bitte unten an. Lol. Guckt euch an! Das kommt aus meinen Händen raus, aus meinen Armen, Leute! Ich glaube, ich bin verliebt in meine neuen Hände. Ich glaube, ich bin verliebt. Lol. Aber ja, wie gesagt, wir spielen jetzt die Hauptstory weiter. Ich habe jetzt genug Nebenstories gemacht und so weiter. Ich bin mal bereit,
bisschen die Hauptstory weiter zu spielen. Und auch mal wieder ein Let's Play aufzunehmen. Sprich mit Jake, ist nicht so weit weg. Einfach mal rüberlaufen. Das Game macht wirklich Spaß bisher, muss ich sagen. Vor allem, wenn man sehr viel, wie ich, looten und leveln liebt, ne? Dann geht sowieso die Party ab, ne? Mann, geht da was im Weg? Ich muss da rüber. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. 40 Meter. Wir sind gleich da. Na, geht die Hauptstory endlich mal weiter. Ey, ich habe so viel nebenbei jetzt gespielt. Wie gesagt, ich habe nichts verpasst. Keine Angst. Okay, wir sind da. Was gibt's Neues bei Signora Welz? Du weißt schon. Macht sich ständig Sorgen um mich. Oje. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte. Wie die anderen Welles-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen. Okay. Oberliga, wir kommen. Wir haben es geschafft. Die Oberliga. Und höher geht es nicht mehr, Chumba. Ich hab ein bisschen Angst. Wir haben es uns verdient, Mano. Ich hab ein bisschen Angst. Erstes Mal. Vamos. Hab ein bisschen Angst. Leute, eine Sache noch, by the way, ne? Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie man Street Cred schnell erhöht, ich sehe, ich bin jetzt auf 20, und wie man das Geld bekommt, schaut gerne rein in die Tutorials. Auf der Endcard, nämlich des Videos, gibt's eine Playlist. Da einfach draufdrücken, dann siehst du alle Tutorials, die es bisher gab. Kann sein, dass es schon mehr gibt, weil, wie gesagt, Let's Play hängt immer hinterher. Nur eine wichtige Info. Wir gehen aber rein ins Afterlife. Okay. Aber ich feiere, dass wir neue Augen haben, neue Hände. Sicherer Bereich. Was? Das hast du von mir. Echt jetzt? Oh, Scheiße. Muss ewig hier sein. Söldner. Okay. Und wer seid ihr, Clowns? Ich bin Vee. Das ist Jackie Wells. Okay. Sollte da was klingeln? Ja. Wird es bald. Treffen uns hier mit Dex. Yo, Dex, hier sind zwei, die meinen, du willst mit ihm reden. Ja? Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Holt euch ein paar Drinks oder so. Yeah! Schon dabei. Yeah! Ui, das Afterlife. Das ist es. Ah, die Zukunft ist so im Arsch, ne? Und leider ist das ziemlich realistisch, würde ich sagen. Afterlife. Das Herz von Night City. Wirst du schlagen? Stell's dir vor! Da liegt es ein Dingsbuch. Boah, boah! Vielleicht sogar morgen Blackhead. Kann ich's aufheben? Haben alle hier gesessen und sind an der Bar eingepennt. Endlich sind wir hier. Meine Arme, ich feier sie so sehr, ne? Die klingen, Mann. Hey, siehst du die alte Dame da? Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte, Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Bestell du. Zwei Oldschool Tequilas mit dem Spritzer Cerveza und Chili Schote. Yeah, Tequila. Zwei Johnny Silverhands, komm sofort. Hau rüber den Stoff. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meiner hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Wie lange gibt's das Afterlife schon? Ein halbes Jahrhundert? Länger. Ich weiß aber nicht, wie viel länger. Muss der älteste Club in Night City sein. Und der am meisten respektierte. Vergiss das nicht. Das ist echt so eine Safe Zone, ne? Was muss ich tun, damit ein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Was? Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Was für eine schöne Tradition. Schon, ja. Auf Night... Ich! Was für ein Drink. Hey, jeder muss irgendwann sterben. Wieso nicht mit Stil? Mein Controller ist schon ein bisschen am Arsch, sorry. Also wenn ich da oft die Sachen verrutschen, hier. Auf Night City. Oh, die Arme! Guckt euch die Arme an! Die sind jetzt cool, Mann! Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Soll ich mal mein Rezept aufschreiben? Klar.
Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier, oh, und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Die Liebe. Ich merk's mir. Wer bist du jetzt? Hab gehört, ihr seid Dex neuster Fund. Nur geschäftlich, nichts Großes. Mr. DeShawn, woher weißt du das? Das gehört zu meinem Job. Okay. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Tratschende Waschweiber, allesamt. Okay. Wir gehen. Hals- und Beinbruch. Danke. Ist nämlich kein Tratscheweib. Muss ich den Typen jetzt folgen? Ja. Der Bodyguard ist das, okay. Ey, cooler Club, ne? Der älteste in Night City. Und so eine Safe Zone. Ja, wir sind John Wick, ne? Ans Hotel. Ist riesig. Studio? Ja. Ah, ich auch. Kann nichts klauen. Machst du auch exotischen Kram? Kempo? Ninjutsu? Yep. Meinst du, du könntest mich umhauen? Hier rein. Pinche Tipo. Ich mag unseren Kumpel. Wir gehen rein. Ich hab ein bisschen Schiss, dass das in die Hose geht alles, ne? Prinzipiell, ja, ich würde sagen, ja. Ja, genau. Excelsior. Oh Gott. Kalte, harte Eddies, wie immer. Muss los. Na, wenn das nicht Mr. V ist. Die ganze Familie endlich vereint. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Yeah. Alles klar. Macht's euch bequem. Trau mich das Ding nicht aufheben, was am Tisch liegt. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Was? Evelyn Parker, wie lief es? Hätte nicht besser laufen können. Sie mochte mich so sehr, dass sie mir ein Angebot gemacht hat. Ein Angebot? Aha. Die Art, bei der man den Mittelsmann übergeht und alles 50-50. Wir haben es jetzt verraten, ne? Was? Den Mittelsmann übergehen? Scheiße, ich lach mich schlapp. Ich frage mich oft, ob ich die richtigen Antworten gebe. Kunden, die lernen nie dazu. Ich weiß zu schätzen, dass du mir das sagst, Mr. V. Denn Vertrauen ist für jede langlebige und fruchtbare Partnerschaft essentiell. Okay. Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier. Ah, Kaffee. Was denn? Gut, dann wollen wir mal. Oh, wir gucken uns das an. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ui. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpecki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Okay. Dann durchbrecht er mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Wir wissen ja, wo er ist. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Scheiß drauf, wir gehen rein. Alles verstanden. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Jetzt zum Beispiel. Neue Leute kriegen bei mir 30%, aber in eurem Fall kann ich eine Ausnahme machen. Ich gebe euch saftige 40 als Bonus für deine Ehrlichkeit, V. Yeah! Klingt schon besser, Dex. Gut gemacht, Rabbit. Baby. Eine Sache noch. Im Konpecki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr 2 eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer. Meine Arme lösen das Problem. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussieht. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber wann sehen wir unsere Eddies?
Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in 1-2 Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Okay. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Wichtige Frage. Du und Dex, kennt ihr euch schon lange? Wieso? Naja, die Leute erzählen viel Blödsinn. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, kein Fakt. Marc Aurel, glaube ich. Okay. Wow. Das war tief, ne? Das war deeper Shit. Kein Wunder, dass ihr klarkommt. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Wir sind ready. Ich hab Bock, den Chip zu holen. Okay. Können wir dann gehen? Ich hab Bock, meine Arme endlich mal zu benutzen. Aufständig muss man legen. Lass uns los. Warten bringt nichts. Nö. Ja. Lieber reich werden. Genug gelevelt und gelootet. Bin ready. Wir gehen rein. Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes. Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Scheiße. Darauf kannst du einen Lass im Bier holen. LOL. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Guck in einem Anzug an. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Ach, egal. Ist Schnee von gestern. Fahr los, Del. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Ja, bitte. Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Jawohl. Ich steck mein Stöpsel rein. Unsere Arme und Hände sehen so gut aus jetzt. Ich kann's nur wiederholen. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior? Das wird ja immer besser. Was bist du denn so hibbelig? Ja, pass auf. Delamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Mhm. Aber er könnte es. Okay. Gefechtsmodus. Glaub mir, der mit eine ganze Armee Saka-Ninjas nieder, wenn es sein muss. Geiler Scheiß. Dex knausert nicht, hm? Und dank dir kriegen wir obendrauf noch saftige 40%. Ja, wenn wir die richtige Antwort gegeben haben. Dankeschön. Er ist mir unsympathisch. So fährt man direkt in die Oberliga. Du musst echt mal chillen. Ja, chill deine Nuggets, Mann. Hm? Noch sind wir ja nicht da. Ich habe eher Angst, dass was schief geht. Ich weiß nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Mm-mm. Ich brauch dich mit klarem Kopf und bei der Sache. Ja. Für den Job. Dieser Kopf war in meinem ganzen Leben nie klarer. Lass mich dir was erklären, wie. Ich habe mein ganzes Leben in der Gosse verbracht. Richtig. Und ich habe nicht vor, dahin zurückzugehen. Jetzt trägst du einen Anzug, Mann. Hey, wie läuft's? Wir werden sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Yeah. Hör zu. Ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Kontakt. Wir nähern uns unserem Zielort. Ruf mal Jackie an. Als Sync-Test. Sicher ist sicher. Mhm. Musst du mir nicht sagen. Die Augen leuchten so krass beim Telefonieren, ne? Nur Rauschen. Sag mal was, Park. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles, du verstehst mich also? Die Augen mag ich so, Alter. Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Nö. Was ist mit dir, wie? Laut und deutlich. Hör dich laut und deutlich. Loud and clear. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Wir hören uns.
Ich hab ein bisschen Schiss, ne? Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Sehr brav. Porfin, endlich geht's los. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Nö. Waffen zurücklassen. Aber wir haben unsere Arme. Die kann ich nicht zurücklassen. Hey, Harry. Die sind tödliche Waffen. Ich hoffe, ich darf sie benutzen. Warte. Ich hol den Flathead. Ein Koffer raus, ja. Ganz unauffällig, oder? Ganz unauffällig. Ganz unauffällig. Ein kleiner Koffer. Wir tragen jetzt auch einen Anzug, oder? Ja, yeah, wir tragen auch einen Anzug. Boy. Sieht man es auch im Inventar? Yo, guck mich an. Bruder, guck mich an. Wenn ich nicht vertrauenswürdig aussehe, dann weiß ich auch nicht. Wir sind da, Buck. Die Reservierung ist auf deinen Namen. Ramon. Du willst Hajime Itake sprechen. Militärtechnikabteilung. Papiere sind für den Flathead. Kein Problem. Alles easy. Alles easy. Darf ich mit den Armen überhaupt rein? Willkommen im Konpeki Plaza. Bitte treten Sie nacheinander durch. Darf ich mit den Armen überhaupt reingehen? Ja, oh, Sir. Moment. Ich hab hier was. Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpeki Plaza bringen? Wir sind Waffenhändler. Ganz einfach. Wie bitte? Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Richtig. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Ganz einfach. Lass mich durch. Das dauert nur einen Moment, Sir. Lass mich durch. Ich habe keine Armwaffen. Ich schwöre. Bitte sehr. Lol, wir können echt mit den Armen rein. Yokoso. Herzlich willkommen im Konpeki. Herzlich willkommen. Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment, bitte. Voll der Roboter, Alter. Welchen Namen haben Sie reserviert? Dingsbums. Victorino. Nein. Doppelzimmer, zwei Was? Erwachsene, eine Nacht. Das ist ein anderer Name, hä? So ist es. Perfekt. Ich werde Taki-san über ihr Eintreffen informieren. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, wie? Sag irgendwas. Das wird nicht nötig sein. Wir machen uns frisch und informieren ihn selbst. Aber Taki-san erwartet sie doch, oder? Señorita. Wissen Sie, wie lange wir schon unterwegs sind? 18 Stunden aus Neu-Barcelona. Mit Verspätung am Neu-Barcelona. Mittag, weil irgendein Cyberpsycho sich im Terminal in die Luft gejagt hat. Ach, ein Albtraum. Natürlich, ich verstehe. Sie haben die Lapis-Lazuli-Suite. Die Minecraft-Suite. Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip. Oh, Mann. Nach dir, Harry. Gott, meine Hand, Alter. Alles in Ordnung. Danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Puh, das war knapp. Das war knapp. Okay, gehen wir. Das war echt knapp, Alter. Da ist eine Überwachungskamera, die könnte ich hacken. Denke aber nicht, dass es notwendig ist. Im Ernst? Improvisation. Versuch's auch mal. Gott, das ist eine riesige Halle, ne? Was meinst du, Harry? Hä? Was ist denn? Alter. Ziemlich nett hier, oder? Krass, ja. Nicht dieses Messehotel in Zürich. Krass. Lass gut sein, Jack, das reicht. Was denn? Ich nehme das halt ernst. Da vorne kann man essen. Sushi, okay. Echter Romantiker. Und Zivilist? Wie hat sie reagiert? Zivilist? Ach, ich liebe es, dass man alles scannen kann, ne? Ich habe auch letztens einen Türsteher umgebracht, weil da stand, man kriegt ein bisschen Geld dafür. Wurde gesucht von der Polizei. Gehen wir jetzt essen, oder was? Oder ist da hinten das Hotel? Ich weiß nicht. Das war ziemlich krass. Die Bar sieht nett aus. Die Mädchen. Hm. Willkommen im Konpeki Plaza. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch aus. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komme ich irgendwann mal mit Misty her. Wir müssen weiter. Mach das. Aber jetzt und hier geht's um den Job. Wir wollen jetzt nicht saufen, wir wollen den Job erledigen. Wir wollen das Geld, den Ruhm, den Erfolg und wahrscheinlich sind wir dann tot. Aber wir wollen nicht hier rumsaufen. Komm, Jackie. Kannst du mal schneller gehen, Mann? Hä? Ich glaube, wir passen rein, hä? Wie sehe ich aus? Du siehst echt gut aus. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber...
Nicht übel. Bis auf die Frisur. Ja, echt gut. Ich kann einfach alles tragen. Aber die Frisur, ne? Vorne dieses... Ja, dieses Grasfleckchen, wie auch immer das nennen will. Jackie, wohin, Mann? Ich weiß zwar nicht, warum du den Weg kennst und nicht ich, aber okay. Könnte heute eine längere Folge werden, by the way. Ist das nichts für dich? Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Про заражение в Кузском зале, про аварию на Бакунинской 3 в Ралли. Они всегда врут. Also, да. Lapis Lazuli, sweet. Wir sind im Zimmer. Schick. Schade, dass wir nicht übernachten. Nice. Gute Wahl, Bart. Schick war nicht der Grund. Nice. Von dort ist es nur am nächsten zum Dweller und den Server. Sie, sie, Goldfische? Mach Kois? Den Flathead an und such den Schachtzugang. Okay. Hm, klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius? Aristoteles? Wer ist es diesmal? 100% T-Bug. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner. Sieh dich um. Ist der Flathead bereit? Fast geschafft. Okay, wir suchen den Schacht. Terminal? Eine fucking Tür? Was soll das sein soll? Fernseher, lol. Holoview heißt das eigentlich. Hier ist der Schach. Jackpot. Gut. Jackie, wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Steuertafel, okay. Der läuft hier rum. Warum ist der unsichtbar? Lol. Der kann sich unsichtbar machen. Systeme laufen. Ladung bei 100%. Lol. Und er steuert ihn gerade mit den Gedanken. Oh, ist das cool. Guck dir die blauen Augen an. Hier da. Der Kleine steckt fest. Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. B, nimm Jackies Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bock... Yeah, gib mir die Spinne. Hier. Ih, aus dem Ohr. Gib mir die Spinne. Verbinde mit Kamerafeed. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Okay. Oh, lol. Okay, hab klare Sicht. Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen. Auf zum nächsten Schacht. Arasaka übernimmt die Kosten für alle etwaigen Strafen. Es geht doch nicht ums Geld. Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Geht der jetzt einfach durch, weil er unsichtbar ist, oder wie? Ich habe die Kontrolle verloren über Watson. LOL. Eine Woche. Mehr können wir nicht. Das Vieh, ey. Wir versuchen es. Mehr kann ich nicht versprechen. Also den Schacht öffnen fällt doch auf, oder? Nee. Okay, vielleicht hat krass. Keiner hat's gecheckt. Zur nächsten Kamera. Keiner hat's gecheckt. Da ist die Putzfrau gerade. So und da ist der Schacht. Bug? Problem. An das nette Hausmädchen, das ihn findet. Zimmerservice ist im Weg. Ich lenke sie ab. Überall. Was haben wir denn im Subnet? Aber das Trinkgeld okay, war ordentlich. Schon dabei. Wieso krieg ich immer nur Kosten und Fernseher? Kondome? Wie wär's mit dem Fernseher? Ich sage, such weiter. Okay. Das Terrarium hat eine Steuertafel. Glaub, das wird nichts. Wer? Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Gut aus. Sehr gut, ja. Verlink den Flathead damit. Der Kerl im Penthouse wohnt. Yorinobu Arasaka? Männer wie der. Willst du das Aquarium jetzt einfrieren oder was? Er mag in teuren Anzügen stecken, aber sein Schwanz steckt immer woanders. Was? Putzfrau, reiß dich zusammen. Bei dem Sacker sag ich nicht nein. Frieren wir jetzt das Aquarium ein? Schätzchen, nimm dir lieber das Glas vor. Du machst überall Schlieren. Yo! Cats, irgendwas ist mit dem Terrarium. Bug, es hat geklappt. Meine Güte. Das war noch hast gar du eine Ahnung, was diese Dinger kosten? Weiter jetzt. Keine Zeit für Schmeicheleien. Lol. Das Aquarium friert einfach eingefüllt. Und das Ding ist echt unsichtbar und lautlos? Ich kann es mir nicht vorstellen. Krasse Spinne. Oh, lol. Okay, jetzt sieht man sie. Rein da. Oh, ich mag das Ding. Hey, das ist so coole Sache gerade, ne? Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich finde es gerade richtig geil.
Okay. Oh. Der Dweller ist hinter der Tür. Flattert kann sie öffnen. Okay. Ah, da ist ein Sicherheitsmann. Sieht aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. Okay. Hab den Port. Okay, verlink den Flathead. Lol. Hey, das ist gerade so geil. Das wird so eine lange Folge. Okay, bin dabei. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Hab ich. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Flathead sollte ihn neutralisieren können. Guter Gedanke. Ich lege einen Demonoid auf die Verbindung. Okay. Du weißt, du musst den Flathead direkt mit seinem Stuhl verlinken, oder? Ich mach sowas nicht zum ersten Mal. Okay, geschickt. Er gehört dir. Zuerst muss der Flathead aber da rein. Achso, andere Kamera? Achso, wir können die Tür nicht öffnen, ne? Schachgitter. Kann ich die jetzt öffnen? Wuhu! Oh, danke fürs YouTube-Abo gerade übrigens. Dankeschön. Computer. Der Typ. Krieg ich den Flathead da rein? Versperrt. Die ist das Ananas. Oh. Lol. Ich glaube, der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Ja. Finden wir es raus. Rein da, Flette. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Hab vielleicht einen Weg rein. Schick den Flette darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera. Flette, geh rein. Und komm hier wieder raus. Oh, ist das cool. Ey, es macht so Spaß, ne? Aber ja, mittellanges YouTube-Video, wie gesagt. Ich hoffe, euch gefällt's. Moin, servus, moin. Flette mit dem Stuhl verlinken, wie? Und der hier überwacht anscheinend alles. Der Netrunner, okay. Und den müssen wir ausknipsen. Der überwacht alles. Den werden wir sowas von eliminieren, ne? Ihhh, da kam eine Spinne auf ihm rum. Ist das nicht ekelhaft? Ha! Hab ihn! Ich liebe Demons. Der Flathead bleibt, oder? Der behält den Dweller im Auge. Krass. Geh in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Der bleibt jetzt da und, ja, hält ihn fest. Okay. Así es como se hace. Gott, die haben was Störungen. Wie geht's dir? Gut. Bisschen schwindelig. Sonst nichts. Easy. Buck, sind wir noch im Zeitplan? Bist du da, Buck? Buck? Ja, bin hier. Was ist los? Okay, hört zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Oh je. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Du solltest dich auch ausruhen. Okay. Es dauert Stunden. Okay. Level up. Lol. Ein paar Stunden später. Das ging schnell. Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur gerade dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Alter. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was? Gründest eine scheiß Gang. Stahldrachen oder so. Ja, klingt dumm, ja. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Ganganführer. Wozu? Ach, scheiß auf ihn. Was kümmern mich ein Konzernbaby und seine Straßenromantik? Richtig. War bestimmt lustig. Ich bin Yorinobu Arasaka. Wollt ihr in meine Gang kommen? Poser mit Konzernschutz. Und dieser bescheuerte Name, Steel Dragon. Gangster mit Silberlöffel im Arsch. Erst hat ihn sein ganzes Geld gelangweilt, dann seine Gang. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht? Er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Yeah. Penthouse Security ist deaktiviert. Perfekt. Perfekto. Und jetzt Vorhang auf. Sind wir bereit für den Scheiß? Buck, das ist die große Frage. Warst du die ganze Zeit dabei? Dreieinhalb Stunden.
Ich glaube, da gehört ihr nicht hin, aber hey, komm, scheiß drauf. Du meinst in meinem? Kleine Bugs können immer sein. Ist mir rausgerutscht. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. Wo ist der? Wo ist er? Scheiß drauf. Ah, er kommt. Ich wollte sagen, scheiß drauf, aber er kommt schon. Ey, geh mal schneller, Mann! Jo, ich glaube, er hat einen Stock im Arsch. Ich bin mir nicht sicher. Hast du dich verlaufen? Oh Gott. Verwag mal. Ab in die Suite, Mann. Oh, dieses Schweigen. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Natürlich. Jetzt? Im Ernst? Passt auf. Erzähl. Was haben eine Nomadin und eine Seekuh gemeinsam? Sand in der Muschel. Oh Gott, der war schlecht. Oh Gott, war der schlecht. Alter. Oh Gott, war der schlecht. Lebt sich gut als Erbe des... Wir sind jetzt drin? Lol. Jedenfalls besser als der Sohn von Raoul. Weiß nicht, hier hinten? Hey, irgendwo? Konzentration, der Safe. Na los, schnell. Na hier. Wieso? Warum die Eile? Yorinobus Signal ist weg. Ist er unter die Magier gegangen? Er wird in dem Funkloch stecken. Hab ihn gleich wieder. Macht jetzt euren Scheißjob. Da, unterm Boden. Sucht nach einem Schalter. Versteckt das Safe. Er ist verbunden mit da hinten. Nur wo genau? Ah. Bingo, da kommt was raus. Komm her, Wien. Lol. LOL! Der Safe ist echt krass versteckt. Was jetzt? Verlink dich und mach uns reich. Schon dabei. Verlinken? Ach, das ist nochmal so ekelhaft, ne? Jetzt du, Buck. Einen Moment. Was? Es geht in die Hose, ne? Das geht so in die Hose, ne? Wir haben Gesellschaft. Buck? Ich weiß nicht, wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Das gefällt mir nicht. Wie lange noch die... Shit, Yorinobu kommt zum Haus. Scheiß auf ihn! Öffne den Safe! Ich versuch's doch! Hab's gleich. Fertig. Super. Lol, wir sind so im Arsch, ne? Überlass den mir, okay? Ja, dann geh mal schneller, Mann. Biochip-Integrität. 100%. Schätze, das heißt ja. Wir sind im Arsch, ne? Gut, gehen wir. Wir sind im Arsch, oder? Wir sind im Arsch, oder? Sind wir im Arsch? Fuck, zu spät. Yorinobu kommt gleich rein. In Deckung. Was? Wo? Versucht's mit der Säule. Was? Spinnst du? Nein, rein da. Säule. Jetzt. Oh, lol. Wir gehen da rein? Sind drin. Nur löst es das Problem nicht, T. Glaub mir, das weiß ich auch. Was? Warte eine Sekunde, okay? Scheiße. Wir sind im Arsch. Oh, der Kampfroboter. Ich fass es nicht. Ist das Adam Smasher? Bodyguard. Schlimmer. Night City Legende. Heißkalt. Der wird uns einfach umnieten. Was machen wir jetzt? Wir warten. Sind Sie bereits hier? Sie nähern sich vom Landeplatz. Wovon reden die? Fuck, wer kommt da? Nein, nie im Leben. Das kann nicht Was? Sein. Saburo Arasaka? Der Kaiser. Der Kaiser? Noch eine Scheißlegende. Psst. Das Ding ist nicht schalldicht. Okay, wir haben ein Problem. Wir haben große Probleme. Wir sitzen hier mit dem Chip in dem Mini-Raum fest. Guckt euch an, wie er reingequetscht ist. Knapp. Wenn der uns entdeckt hätte. Hat er aber nicht. Kajate.
Die zwei könnte ich locker töten mit meinen Armen, ne? Aber den da hinten? Oh, er geht auch! Ich könnte jetzt beide töten mit den Klingen in meinen Armen, ne? Sabudo Arasaka. Ich könnte beide töten, lol.私が気にしたことなんかないだろう。あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。よりの。どうしてここへ？直々に俺に屈辱を味わわせ立場を思い知らせるためか。出る杭を打たれると欲言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか。 貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来。俺たち。ich glaube, der immer geht hier der Alarm los, weil das Ding zu warm wird. いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに超えてはならない。これまで、お前の愚行には目をつぶってきた。だが、それもここまでだ。この裏切りだけは決して許せない。貴様の母親が生きていなくてよかった。 Was? Das wollte ich machen. Warum kann er denn so leicht töten? Ich dachte, er hat mir krasse Mods oder so. Hat ein Problem. Er hat den Kaiser umgebracht. Am besten bringst du dich jetzt selbst um und wir gehen einfach. Wir sind so gut wie tot. Was hast du vor, Alter? Er ist tot? Stehst du dabei? Nee. Ich will, dass das Hotel abgeriegelt. Oh nein. Was ist der Anlass? Saburo Arasaka wurde ermordet. Codred ausgelöst. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Codred ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Wird denn jetzt niemand verdächtigen? Soda. Takemura, お前の仕事は何だ?何の話です?単純な質問だ。答えろ。荒坂家の課長を守ることです。今後はもっと Lass ihn uns alleine? Ich weiß zwar nicht, wie wir rauskommen sollen, aber wir sind alleine, oder? Scheiße, was war das denn? Yorinobu hat Saburo umgelegt. Was? Yep. Seinen eigenen Vater. Das bedeutet, gleich kommen massig Sicherheitsleute auf euch zu. Scheiße, wir sind geliefert. Wir sind im Arsch. Buck, du musst uns hier rausholen. Sofort. Eine Sekunde. Die haben wir nicht. Fuck! Kann man looten? Okay, hab was. Ja. Ich hab es gelootet. Oh, Scheiße, Arasaka ist tot. Ich hab ihn einfach gelootet. Zu sprechen. Das Fenster. Öffne das Schloss. Da sollte eine Leiter sein. Eine... Oh, fuck! Nein, nicht jetzt! Was? Die haben mich... Fuck! Oh nein. Santo bendito!
Die ist weg! Fuck! Scheiß Oberliga! Jetzt glücklich, Jackie! Oh nein! Oh Gott, er ist runtergefallen. Was? Oh Gott. Du schaffst das, Jackie. Oh Gott. Nicht runtersehen. Bitte abrutschen, Alter. Okay. Oh, das ist verdammt hoch. Oh Gott. Scheiße! Ist das Trauma? Wenn's wegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Wir sehen uns doch, oder? Ich hoffe, die haben uns nicht gesehen. Die müssen uns doch gesehen haben, oder? Wir springen. Lol. Fuck. Scheiße. Das war hoch. Oh, Scheiße. Ja, das war knapp. Der Relic. Madres. Das ist nicht gut. Was macht der Biochip? Weiß nicht. Scheiße. Druckabfall im Behälter. Biochip-Integrität bei 94%. Oh nein, wir müssen uns beeilen. Und sinkt weiter. Carajo. Parker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach. Oh Gott. Wie? Compacky ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Mich. Probleme. Der Kryokoffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei... Jackie? 86%. 86% und sinkt. Scheiße. Wir müssen ihn selbst einnehmen, oder? Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Das klingt nicht gerade sicher. Je länger ihr wartet, desto größer das Risiko, dass wir ihn verlieren. Naja, irgendwem muss es. Ich nehme ihn. Ich nehme ihn. Gib ihn mir, Mann. Gib ihn mir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Lol, er nimmt ihn. Leuchtet blau? Oh oh. Jackie, alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Okay. Aber zuerst müsst ihr da raus, und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Del, wir sind gleich da. Halt dich bereit. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann. Wir müssen irgendwie die Lobby erreichen. Der einzige Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen. Oh Lord, ihm geht's auch nicht gut, ne? Ahora sí. Gut. Jetzt lass uns verschwinden. Ich glaube, ihm geht's nicht gut, ne? Ich glaube, ihm geht's nicht gut. Aber wir nehmen auch jetzt schon so lange auf die Folge, ich muss die mal irgendwann beenden. Ob wir lebend aus dem Hotel rauskommen. Was der Chip genau mit uns machen wird. Und ob der Chip uns irgendwann noch ins Grab führen wird. Oder doch zu Ruhm und Ehre. Sehen wir in der nächsten Folge. Bleibt gerne dran, abonnieren, um nichts zu verpassen. Kostet ja nichts, kannst jederzeit wieder deabonnieren, wenn es dir nicht gefällt. Hau hart rein, viel Spaß mit dem kompletten Let's Play, jetzt als Playlist am Ende und auch die ganzen Tutorials und Guides. Hau rein und ich liebe das Game, es ist so spannend, Alter. Boah, ciao.